Hallo und willkommen im REPEXPERT Training Center. Beim Einbau einer neuen Kupplung muss entweder die Verzahnung der Kupplungsscheibe bzw. die Verzahnung der Getriebeeingangswelle gefettet werden. Was dabei schiefgehen kann und wie man es richtig macht, das zeigen wir euch heute. Bei uns werden häufig Fälle eingereicht, bei denen die Kupplung rupft, rutscht oder schlecht trennt. Nach genauerer Prüfung stellen wir dann fest, dass die Kupplungsnarbe falsch befettet wurde. Hier haben wir jetzt mal zwei typische Beispiele. Bei dieser Kupplungsscheibe wurde kein Fett aufgetragen. Man sieht das an dem Reibrost im Zahnprofil. Mit der Kamera lässt sich das etwas schlecht darstellen, deshalb blenden wir jetzt noch mal ein Bild dazu ein. Bei dieser Kupplungsscheibennarbe wurde das Fett durch die Zentrifugalkraft nach außen geschleudert. Entweder wurde zu viel oder falsches Fett verwendet. Geeignetes Hochleistungskupplungsfett erhält man entweder direkt beim Fahrzeughersteller oder im Zubehör. Dieses verharzt nicht und ist schleuderfest. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie richtig befettet wird. Zuerst muss die Verzahnung der Getriebeeingangswelle gründlich gereinigt und auf Beschädigungen geprüft werden. Danach ca. eine erbsengroße Menge von 1 Gramm Fett in die Verzahnung der Getriebeeingangswelle auftragen. Danach die Kupplungsscheibe in 3 verschiedenen Positionen auf der Getriebeeingangswelle hin und her bewegen. Zum Schluss wird das überschüssige Fett an der Narbe und an der Getriebeeingangswelle entfernt. Zusammenfassend wäre zu sagen, verwendet bitte das richtige Fett in der richtigen Menge, denn dann kann euch sowas hier nicht passieren. Das war's aus dem REPEXPERT Training Center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.